Eines muss man dem HSV lassen. Er ist immer für eine Überraschung gut. Die Zaungäste mussten gleich zweimal hinschauen. Ist er das wirklich? Bruno Labbadia leitet das Training und soll nun retten, was kaum noch zu retten scheint. Ein Paukenschlag. Das Thema Tuchel beim Bundesliga-Dino hat sich erledigt. Wir mussten zur Erkenntnis kommen, dass die Gespräche, die wir mit, die bekannten Gespräche mit Thomas Tuchel nicht weiterzuführen sind. Und die Entscheidung ist auf Bruno Labbadia gefallen, den wir für den besten Mann zum aktuellen Zeitpunkt für diese Situation ausgemacht haben. So schnell kann es gehen. Noch am Sonntag nach dem 0:2 gegen Wolfsburg wollte Beiersdorfer von einem erneuten Trainerwechsel nichts wissen. Da gäbe es kein Gedankenspiel. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust, das zu diskutieren jetzt. Wir haben zwei starke Gegner gehabt und die Mannschaft hat versucht, gestern zu tun, was zu tun ist. Das Kapitel Peter Knäbel als Interimstrainer ist nach nur zwei Spielen und zwei Horrorvorstellungen beendet. Knäbel rückt wieder auf seinen Sportdirektorposten. Nun liegt es an Bruno Labbadia. Bereits von 2009 bis 2010 trainierte er den HSV, allerdings damals unter anderen Voraussetzungen. Jetzt steht er vor seiner größten Herausforderung. Wenn eine Mannschaft dann als Tabellenletzter momentan steht, dann ist es klar, dass sie jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzt und dass alle Hurra schreien. Ja. Die ganze Situation ist nicht einfach und ich glaube, das Letzte, was ich jetzt machen werde, dass wir hier jetzt Scheißhausparolen abliefern werden und sagen, wie klasse, was wir alles tun wollen. Nach Mirko Slomka, Josef Zinnbauer und Peter Knäbel ist Labbadia bereits der vierte Chefcoach in dieser Saison. Er bringt seinen Assistenten Edi Sözer mit. Lange Zeit bleibt den beiden nicht. Am Sonntag steigt das so wichtige Nordderby in Bremen.